Hallo Leute, willkommen zurück zu Zelda Link's Journey. Und wir sind immer noch in diesem Tempel hier, bei dem wir ja letztes Mal so katastrophal gescheitert sind. Und dieses Mal müssen wir es besser machen. Ja, und oh mein Geist. Wer hätte das gedacht? So, den Geist müssen wir jetzt umbringen. Mal wieder. Moment, richtige Position finden. So wird das nichts. Und jetzt bin ich wieder schneller da, danke. Das will ich eigentlich gar nicht. Ach egal. Was mache ich hier eigentlich? Jupp. Ja. 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 Was für ein spannender Kampf. Yay. Und hier entscheidet eine Truhe. Ich habe den Titanenschild erhalten. Damit ist größtmögliche Schutz gewährleistet. Ach, ist das cool. Und den Schalter noch gedrückt. Und dann geht's auch schon weiter. Yay. So, weiter geht's. Weiter geht's. Oh fuck. Nein, töte mich nicht. Oh fuck. Da bin ich gut. Zum Glück gibt's die Macht der Cheaterei. Jaha. Ich glaube, das letzte Mal besiegt, aber es hat mir nichts gebracht. Deshalb besiege ich den jetzt nicht mehr. Ich mache nicht denselben Fehler zweimal. Oh Gott. Angst. Komme ich da irgendwie dran an den Schlüssel? Fragezeichen. Nein, komme ich nicht. War ja klar. So. Aber ich habe jetzt meinen anderen Schlüssel, dann kann ich jetzt eine andere Tür aufschließen irgendwo. Aber wo? Ah, da hinten. Richtig. Richtig. Wieder an dem Typen hier vorbei. An dem verdammten Dämon. Was das auch immer sein sollte. Ach, so, jetzt sind wir wieder hier. Bei dem Tipp. Deswegen bei einem zweifelhaften Geistertempel ist nicht alles so, wie es scheint. Dam, dam, da. Cool. Yay. Okay. Sind wir hier? Jetzt drücken wir erstmal einen Schalter. Natürlich. Oh Gott, es war eine Falle. Nein, war es nicht. Schade eigentlich. Okay, was auch immer. Ja. Okay. Ja. Da ist eine Tür. Und ein Teleporter. Und da ist noch mehr Tür. Okay, da komme ich noch nicht hin. Und da ist eine Portion Feenstaub, die will ich noch haben. Irgendwann. Bald hole ich sie mir. Ja, whatever. Sind wir einen Umweg gegangen, den wir gar nicht hätten gehen müssen, tun. Weg hier. Ich will hier raus. So, ich bin hier draußen, gut. Alles klar. Yay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich hasse diese Viecher. Oh, hey. Puh. Ich hasse diese Viecher. Ganz ehrlich. So, jetzt hier durch und wir sind schon wieder am Anfang und da habe ich die Vermutung, dass jetzt hier wahrscheinlich doch der Schalter wirkte, dass hier, ja, sage ich doch. Aber Moment mal, da ist ja immer noch was. Ach, puh. Na gut. Bestimmt ist da hinten an der Wand eine versteckte Tür und ich weiß es nicht. Ja, das ist immer so hier irgendwas, dass man alleine nie kommt, ist hier jetzt los. Nein, 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 nein. Okay, doch nicht. Ich bin mal wieder ratlos. Naja, was soll's. Irgendwas werde ich schon finden. Irgendwo. Bestimmt. Hoffe ich doch mal. Fuck you. So. Okay. Na dann mal sehen.
Bestimmt gibt's hier noch irgendwas. Irgendwo habe ich irgendwas übersehen. Irgendwo gibt's einen versteckten Schalter oder sowas. Oder eine versteckte Tür. Oder ein versteckter... was auch immer. Nein, ich komme hier nicht rein. Schade. Ja, dann komme ich irgendwie nicht weiter. Naja. Okay. Ich denke, das ist wieder ein Fall für Mr. Komplettlösung. Weil Mr. Komplettlösung ist cool und hat Style und rockt. Und ich mag Mr. Komplettlösung. Er ist einfach der Beste. Mr. Komplettlösung rockt. Wir alle lieben Mr. Komplettlösung. Auch du liebst Mr. Komplettlösung. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst, du liebst Mr. Komplettlösung. Haha, besonders bei solchen Spielen. Jeder liebt Mr. Komplettlösung und ich gehe hier nochmal raus und dann wieder rein, damit ich speichern kann. Ja. So. Ja, wir sehen uns dann gleich, wenn ich Mr. Komplettlösung wieder gefragt habe. Bis dahin, ciao. Ich hab's rausgefunden. Juhu. Ich bin ein Gott. Okay, muss ich mich nochmal besiegen. So wie ich es letztes Mal versucht habe, aber nicht geschafft habe. Das vorletzte Mal sogar. Vorletzte Mal. Hey, ich hab Spiel bald schon durch. Juhu. Hoffe ich doch. Lange habe ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Aber ich zieh's noch durch, so lange dauert es nicht mehr. Wenn ich es endlich durch habe, dann mache ich eine Party. Ey. Fuck. Oh nö! Scheiße! Das war jetzt irgendwie fail. Mehr als das. Das war epic. Epic fail. Also die Deluxe-Version, die spiele ich erst viel später. Ich wollte es eigentlich spielen, nachdem ich das hier fertig habe, aber ich habe sowas von keine Lust drauf. Nee. Ich spiele die Deluxe-Version erst viel später. Yay, endlich mal. Fuck. Das war so ein Fail gerade, egal. Also auf jeden Fall kriege ich jetzt meinen wohlverdienten Schlüssel. Du. Hurra! Genau, so, jetzt geht's weiter. Und dann sind wir auch bald beim Boss. Wenn wir beim Boss sind, dann besiegen wir den und ja, ihr wisst schon. So, wenn wir den endlosen Laufweg hier endlich gelaufen sind, ach Gott, wir sind hier den Laufweg lang, dann sind wir auch schon bald da. Und dann bin ich glücklich, dann lache ich. Ich lache gleich. Hahaha, wir sind da. Glaube ich, hoffe ich. Wenn wir nicht da sind, dann gibt's ein paar aufs Maul. Wir sind nicht da. Ah. Das ist wahrscheinlich der Boss. Das Boss. Yay. Dann müssen wir halt die Tür eröffnen und yay. Klammer auf. 8 mal 3 plus 2. Klammer zu. Hoch 2 minus. Klammer auf. 2 plus 4. Klammer zu. Hoch 2 minus 4 halbe. Ist. Muss ich kurz nachrechnen. Okay. Ich sag mal 638. Oh, bin ich ein Mathe-Genie. Yeah, ich habe eine Portion Feenstaub erhalten. Ich bin so ein Mathe-Genie. Ich habe das im Kopf gerechnet. Absolut. Ich bin so gut. Ich bin so ein Tier. Ja, ein Mathe-Tier. Und jetzt muss ich noch an den Bossschlüssel rankommen. Der ist, glaube ich, hier irgendwo am Anfang oder so. Ich weiß es nicht mehr. Als ich die Komplettlösung gelesen habe, war es schon ein paar Minuten her. Und nein, da habe ich nicht die Antwort her, doch. Ich habe die Antwort her. Was rede ich eigentlich?
Wo ist dieser verdammte Boss-Schlüssel? Mysterious. Wo könnte er nur sein? Wo? Jetzt mal im Ernst, wo ist der Boss-Schlüssel? Jetzt mal ganz im Ernst, Alter. Okay. Nein, da ist er nicht. Jetzt habe ich die Matheaufgabe so mit Bravour gelöst, dank der Komplettlösung. Das, und jetzt finde ich dieses verdammte Boss-Schlüssel-Ding nicht. Hätte ich eigentlich auch kurz nachschlagen können, der Komplettlösung, aber nein, ich bin zu vergesslich dafür. Hurra! Da ist es nicht alles so, wie es scheint hier im Geistertempel. Ja, ist es wirklich nicht. What the fuck? What the fuck? Wo geht's denn hier weiter? Hey, bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Tut mir leid. Oder wo ist denn dieser Boss-Schlüssel? Nein. Ich suche nach unsichtbaren Türen. Vielleicht gibt's hier ja welche. Aber anscheinend nicht. Gut. Speichern. Und ich frag Mr. Komplettlösung. Bis gleich. Mr. Komplettlösung, ich liebe Sie. Absolut. Ja, die gute alte Komplettlösung sagt mir, hier gibt's irgendwo so eine unsichtbare Tür. Yay, bin ich nicht cool. Nein. Aber Mr. Komplettlösung ist es. Alter, blöde Gegner, ich hasse sie. Ich hasse alle Gegner auf dieser Erde. Denn sie sind alle gegen mich. Ja, blöde Teleporter, ich hasse sie. So, also. Diese verdammten Dinger hier machen mich noch verrückt, die immer auf und ab und 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 ab. Aha! Das ist krank. Aber echt, Leute, das ist echt krank. So, also hier gibt's eine unsichtbare Tür. Und zwar wo? Wo? Sieht man hier auf der Karte. Da ist doch noch ein Raum. Da ist ein Raum. Und noch mehr von diesen komischen Auf- und Ab-Viechern. Auf und ab und auf und ab und auf und ab. Und ich bin zu langsam. Auf, aber egal. Diese komischen Viecher grinnen mich so an. Und aha. Ich hasse sie. Ich habe den Boss-Schlüssel gefunden. Sterbet. Aber ich kann sie nicht umbringen. So, jetzt geht's zum spektakulären Bosskampf. Er wird so episch, ich sag's euch, wow. Also wow. Der wird bestimmt so episch wie die anderen epischen Bosskämpfe. Let's fight. Oh Gott, es ist ein Küken oder so. Was du auch immer bist, du bist Küken. So, Küken umbringen. Ich muss. Ein Küken umbringen. Moment, ich hab's gleich. Der ist bald tot. So, der wird nicht lange stehen, weil dieser Raum gut ist. So. Achtung, bald ist er tot. Ja. Aber wie gesagt, episch, spannend, wow. Ich kollabiere hier gleich vor Spannung. Also wow, schön. Dieses Küken ist so ein verdammt cooler Endgegner. Aber das ist wow. Das ist wunderbar. Wunderbar. Wunderherrlich. Nein. Das Küken hat mir angegriffen und mir ein Herz abgezogen. Wie konnte es nur? Und wann ist endlich mal tot? Gehen. Hey, du rumhüpfendes Küken. Du bist also der Endgegner dieses Schatten- oder Geistertempels, oder? Yay, Herzteil. Herzcontainer war ich natürlich. Yay. Geister mal erhalten. Wunderbar, ich gehe hier. Ich bin weg. Ich speichere hier. Ja, wunderbar. So, jetzt wieder bei der
coolen Ocarina of Time Musik von dem Gerudo-Tal. Die ist so wunderschön und ihr hört sie nicht. Haha, Opfer. Ha. Da ich meine ganzen Abonnenten als Opfer bezeichnet. Ganze 18 Leute. Ja. Ja. Was auch immer. Kann ich hier raus? Ja, ich kann hier raus. Wunderbar. Es ist so ein abwechslungsreiches Mapping hier vorhanden. Also, wow. Was denn? Hey, was geht? Na, los, du für ein Rennen, ha, du brauchst erstmal ein Pferd. Boah, die ist tot. Die bringen jetzt um. Die bringen jetzt um mit meinem Pferd. Ja. Lass im Rennen, das ist ganz schön gefährlich werden. Das ist mir egal, los geht's. Hier 30 Rubine. Ja, okay, los geht's. Auf die Plätze, fertig. Los. Ja, wie spannend, da steppt der Bär. Yay. Oh. Bin ich gut. Gewonnen. Du hast nicht gewonnen, aber ich habe eine Überraschung für dich. Es gibt noch eine zweite und eine dritte Runde. Die sind kostenlos. Aber wenn du einmal verlierst, musst du wieder bei Runde 1 anfangen. Du warst gut, aber bist du auch gewonnen für die zweite Runde? Natürlich. Los geht's. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, hier spannende Pferderennen. Ich würde auf Epona setzen, weil Epona gewinnt immer. Verdammt, das war schlecht. Okay, Epona verliert. Doch nicht. Setzt weiter auf Epona. Setzt all euer Geld auf Epona. Ihr habt es geschafft. Damit seid ihr reich. Ja, dritte Runde. Der Preis naht. Ja, echt beeindruckend. War doch schon mal ein Pferd, ne? Auch wenn da niemand drauf sitzt auf dem Pferd. Lass. Los. Epona. Wow, wow. Das war schlecht. Das war, ich bin immer so schlecht. Gerade an der einen Stelle. Das ist ja immer dasselbe hier. Also, wow. Uncool. Oh, das war gerade lustig. Nee, doch nicht, schade. Ich dachte, ich hätte das Pferd eingesperrt. Das wäre lustig gewesen. Aber ich habe trotzdem gewonnen. Ich habe selbst einen dritten Teil verloren. Du bist des Preises würdig. Du hast dein letzter Gehalt. Und hast du viel davon erhältst, du ein zusätzliches Konzert. Du brauchst noch zwei. Du bist abgestiegen. Ich will speichern. Yep. So viel ich jetzt... Aber wieso ist es auf einmal so langsam geworden? Ja. Also, ich glaube... Dass jetzt... Hey, was geht? Hier ist eigentlich zum Katakomben. Zum Geistertempel ist der Weg durch die Wüste kürzer, da in Katakomben-Monsterhausen. Und die Wege verschlungen sind. Tu alles, um Gandalf aufzuhalten. Viel Glück. Ja, also, wie gesagt, hier ist verschlossen. Ich glaube, dass unsere nächste Anhaltestelle... Ist das ein Wort, Anhaltestelle? Egal. Also, ich glaube, die nächste Anhaltestelle wird sein... Der Hylia-See, ja, mal wieder. Da bin ich mir relativ sicher. Dum, 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 Zelda-Musik, die ihr nicht hören könnt. Das war nicht der Hylia-See. Der Hylia-See ist hier. Damn, voll fettkrass, das Pferd ertränkt, Alter. Gut, gut, gut. So, geh mal in Zoras Reich. Schwimm den Berg, den Wasserfall runter. Wieso Berg? Hoch, runter, hoch! Aha! Danke, dass du mich gerettet hast. Ah ja, ich werde gleich erstmal schwimmen. Ich liebe unser klares, saures Wasser. Er geht niemals schwimmen. Niemals! Also ich denke, jetzt ist der Herr, der lässt mich durch. Ach, bohre deine Kraft, du bist bereit. Schreite in den Wassertempel, er wird in den Nerven nagen, doch gib nicht auf. Du betrittst jetzt deine Brandin, ich spreche nicht ganz, jetzt hast du noch Gelegenheit dazu. Ja, hier wird das Spiel erstmal gespeichert und ich glaube, mal zu sagen zu dürfen, wir sehen uns im nächsten Part, bis dahin.